Hey Leute, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley und herzlich willkommen zu Upgrade Needed, mittlerweile schon Episode 27. 27 Episoden, zweite Liga, erste Liga, deutsche Spieler und vieles mehr. Ja, wir sind schon ganz schön weit gekommen und ich habe mittlerweile noch viele andere Sachen am Laufen, aber Upgrade Needed liegt mir dabei besonders am Herzen und das ist auch die Serie, die bei euch lange Zeit am besten ankam. Und wir wissen ja, im letzten Spiel Achtelfinale gewonnen. Jungwirt war, warum auch immer, bester Spieler. Und damit wird Jungwirt abgegradet. Aus 65 macht 66. Ganz klar, geht auf den Tauschstapel. Ich habe mich hier ein bisschen irgendwie nicht so sehr beeilt. Keine Ahnung. So, Jungwirt verlässt unser Team. Und dafür kommt, beziehungsweise verstärkt unser Team, der Herr Knoche. Vom VfL Wolfsburg, 66er Innenverteidiger. Ganz gut, ich glaube 1,90 groß. Wir schauen gleich nochmal rein in die Werte von Herrn Knoche. 1,90 groß, 67 Pace ist okay. Durchaus ein solider Verteidiger für dieses Rating. Also nichts, worüber man großartig meckern sollte. Ja, ihr seht, ein paar Verträge sind ausgelaufen. Darum kümmere ich mich jetzt gerade noch. Dann Fitness ein bisschen hochpushen. Und dann geht es auch direkt los ins erste Spiel, beziehungsweise ins Spiel dieser Episode. Mlapper und Laut sind immer noch unsere Stürmer. Und wir sollen auf einen Gegner treffen, ein Deutscher hier, der einige Spiele hat, die wir bereits kennen. Achtung, es sind da vorne Kumbela, Lecky, okay, das war es auch bisher. Ne, Wemmer, glaube ich, noch als Rechtsverteidiger. Und hier ist erstmal unser Wemmer am Start, der hier ihn schwindelig spielt und leider den Ball verliert. Und ich weiß halt, dass Lecky und Kumbela richtig gute Stürmer sind für die zweite Liga. Und wenn man die gut einsetzt, haben wir bei mir auch gesehen, dann sind die durchaus richtig gefährlich. Aber hier wird erstmal Laut von Arslan richtig gut in Szene gesetzt, hebt den Ball dann über den Torwart. Ich werde mit Benny Laut immer wärmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war 5 Jahre ist es her, ich erinnere mich immer noch an ein sehr schönes Fallrückzieher-Tor von ihm im DFB-Dress. Damals fand ich ihn richtig gut, hat es leider nie so wirklich geschafft, den Durchbruch. Ist jetzt aber mittlerweile wieder oder immer noch, ich weiß, bin mir gar nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall spielt er bei den Löwen aus München. Und hier Mlapper, hoher Laufpass, Mlapper lässt sich durch nicht wegdrängen, macht das Ding rein. 2:0 nach 27 Minuten. Ja, Mlapper ist einfach, es geht nichts über Mlapper, ganz ehrlich. Der ist so stark, so groß, so schnell, so einen guten Abschluss, richtig gut. Aber Kumbela ist auch nicht viel schlechter. Und Kumbela macht hier aus einer Chance ein Tor und in der zweiten Halbzeit geht es weiter, direkt zu Beginn. Lecky legt auf Kumbela, dann grätsche ich rein, dachte mir, ja geil, den hast du noch richtig schön geholt. Dann fällt der Lecky leider wieder vor die Füße und er macht ihn. Ach ja, so ist es halt manchmal, Pech. 2:2 und ich bestimme eigentlich die ganze Zeit das Spiel, lauf aber in die ganze Zeit in dumme Konter, mach hier eine Kopfballrückgabe, die überhaupt nicht hätte sein müssen. Und dann macht Lecky, oh, nicht das Tor, ein Glück macht er nicht das Tor in dieser Situation. Aber wir sollten nochmal Angriff kriegen. Hier ist Laut wieder am Ball, Laut auf Mlapper, meine Stimme geht weg. Mlapper zieht einfach mal ab aus der zweiten Reihe und haut das Ding schön ins lange Eck. Mlapper ist nicht nur stark und groß, was ich schon betont hatte, er hat auch einen richtig guten Abschluss, einen schönen Schuss, starken Kopfball. Also Mlapper ist im Silberbereich wirklich einer der besseren Spieler, die es überhaupt gibt. Aber auch Boll hat einen richtig guten Schuss. Boll hier mit dem Außenriss in den Winkel. 83, 4:2 macht das Ding hier klar. Wir gewinnen also auch das Viertelfinale des Cups. Und das bedeutet für uns natürlich, 2 Spiele aufwerten in der nächsten Runde. Schönes Tor von Boll. Schade, die Wiederholung war nicht mehr komplett drauf. Aber diese Außenriss-Tore finde ich richtig klasse dieses Jahr. Also die Schüsse im Außenriss sind immer wieder ein Highlight. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich kaufe teilweise mit meinem Main-Account Spieler, die wirklich den Trade haben, dass sie versuchen, ihren schwachen Fuß zu umgehen. So, wir sehen es. Mlapper, bester Spieler des Spiels, wird aufgewertet. Und Arslan, zweitbester Spieler im Team, wird ebenfalls aufgewertet. Das sind die 2 Spieler. Leider, also ich sage ja, ich komme immer besser mit Laut klar. Aber ich würde mich schon freuen, wenn wir da vielleicht mal demnächst ein bisschen was hochpushen könnten. So, Mlapper verlässt leider unser Team und ich glaube, es wird schwer, einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Aber wen ich da finden werde, oder auch nicht, das seht ihr in der nächsten Folge von Upgrade Needed. Erstmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley. Jetzt ist er erstmal weg, euer Mr. McCauley. Bis bald, auf Wiedersehen und ciao. Oh, my God.
ein Leben ist viel zu kurz. Und solange ich lebe, will ich Spannung haben. Ich fühle mich gesund und fit und ich freue mich,